Jetzt vielleicht Inalbon. Dann aber Henauer mit dem Scheibengewinn gegen Loic Inalbon. Dann aber der Fehler und das ist der Führungstreffer. Was für ein Schnitzer von Henauer lässt sich hier die Scheibe abluchsen. Und Loic Inalbon hat es schon wieder getan. Der traf zuletzt gegen den EV Zug und heute bringt er die SC Tigers mit seinem zweiten Saisontreffer jetzt in Führung. Neu gewonnenes Selbstvertrauen bei Inalbon. Ich habe es zu Beginn der Partie angesprochen, was ein gutes Spiel so ausmachen kann. Hier verliert Karhunen gegen Inalbon den Stock. Dann läuft das Spiel weiter und jetzt hier der Aussetzer von Henauer. Du meine Güte. Assist Henauer, Tor Inalbon. Ja. Sollte nicht passieren, aber einen... Ja, kommt hier locker flockig vorbei. André Heim zur Mitte gelegt auf Moser. Und aus dem Rückraum ist es Beat Gerber. Was für eine Kiste von Beat Gerber. Ausgleichstreffer für den SC Bern. 17. Spielminute. Zweiter Saisontreffer für den 38-jährigen Verteidiger. Der sechsfache Meisterspieler beim SCB trifft André Heim. Kurft hier ums Tor, dann fliegt die Scheibe etwas glücklich eigentlich, leicht abgelenkt, zurück an die blaue Linie und da steht Beat Gerber, der haut mal drauf und trifft haargenau. Womöglich leicht abgefälscht von Simon Moser, ja, eher nicht. Und soeben wird auch geblockter Schuss von Ernie. Dann Miro Zrit, ehemaliger Langnauer. Beat Gerber, nächster Schuss, Ablenker, 2:1 für den SCB. Und wieder war es Beat Gerber, der abgezogen hat und womöglich Corey Connacher mit dem Ablenker zum 2:1. Es scheint tatsächlich der Kanadier zu sein. In seinem ersten Spiel für die Berner. Der Schuss von Beat Gerber, ja, aber Karhunen zur Stelle. Die Berner werden hier eingeschnürt. Inalbon. Und das ist der Ausgleichstreffer. Loic Inalbon. Jetzt trifft er schon wieder. Doublette von Loic Inalbon. Der macht 3 Saisontore bis jetzt. 2 heute, eines beim letzten Spiel gegen den EV Zug. Jetzt der Tigers gleichen aus. Kurz nach Ablauf dieser 5-Minuten-Strafe gegen die SC Tigers, die man übersteht. Ich hab's gesagt, das dürfte zusätzliches Selbstvertrauen geben und dieses Selbstvertrauen, das ist hier schön zu sehen bei Inalbon. Stinkfrech hinter der Torlinie. Sieht er da eine kleine Lücke, schießt an den Schoner von Karo. Connacher auf Jeffrey, jetzt etwas Platz hier für Olofsson und was für ein Treffer. Jesper Olofsson, der SCB, geht neuerlich in Führung. 36. Minute, da haben sich die SC Tigers irgendwie erwischen lassen. Lassen hier diesen Konter zu. Und auf einmal gab es etwas Platz für Jesper Olofsson, den 28-jährigen Schweden. Und er trifft zum dritten Mal in dieser Saison. Sehr platziert hier. Ja, der hat gepasst. Der haut das Ding unter die Latte. Hier, eingeleitet von Dustin Jeffrey. Und dann trifft er hart. Ein... Scheibenverlust hier von Ügener und das dürfte die Entscheidung sein. Dustin Jeffrey. Der SCB gewinnt dieses dritte Berner Derby in dieser Saison. Dustin Jeffrey trifft. Es ist der dritte Treffer eines Ausländers am heutigen Abend nach Connacher und Olofsson trifft auch der dritte ausländische Feldspieler. Das war aber die einfachste Übung für ihn. Hier ins leere Tor netzt er ein. Dustin Jeffrey, der Topscorer.